Hallöchen Pippichen und herzlich willkommen zu einer kleinen Mordvorstellung. Und zwar kamen heute noch zwei geile Quads und ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, welchen ich geiler finde. Einmal den Lizard Quad Bear und einmal den Mod Lizard Tra 500. Beide Mods natürlich wieder für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Und das sind die beiden hübschen Modelle. Beide haben Vor- und Nachteile, wie ich finde. Diesen hier, wo ich drauf sitze, den finde ich halt einfach von der Optik her ein bisschen bulliger. Und diesen hier, da kann man halt einfach optisch viel mehr machen. Das ist jetzt natürlich eine Ansichtssache. Wenn ihr euch den Mod runtergeladen habt, dann geht da hier unter Fahrzeuge, Autos und dann habt ihr sie beide ganz rechts. Einmal den Lizard Quad Bear, den ich eigentlich irgendwie ein bisschen favorisiere. 12.600 Euro kostet der nackelig, ist eigentlich nicht schlecht. Wieso kann ich den jetzt nicht konfigurieren? Läuft, würde ich sagen. Ah, da haben wir einen kleinen Fehler. So, da haben wir dann das Design, kann man original nehmen oder halt aber mit Handschutz, was ich auch ganz geil finde. Dann gibt es noch den Front- und Handschutz, also da hat man so einen Aufbau mit bei. Und oder nur den Frontschutz, ne? Aber da könnte man ja sagen, macht man alles. Anhängerkupplung gibt es auch die Möglichkeit, da hat man hier Standard, entweder eine hintere Anhängervorrichtung oder aber eine seitliche Anhängvorrichtung. Was man da jetzt genau anhängen kann, weiß ich gar nicht. Das könnte sein, dass man da vielleicht Schaufeln oder irgendwie was dran kriegen könnte, würde ich mir jetzt mal vorstellen. Auf jeden Fall wäre das Ding hier hinten schon mal nicht schlecht. Reifenvariante haben wir hier auch ein paar. Einmal Standard, Wheel Modell 2, dann, ja, ich finde die Wheel Modell 2 nicht schlecht. So, der Farbauswahl natürlich gigantisch viel. Machen wir es mal hier ganz Banane, einmal kurz in Pink. So, dann haben wir noch die Designfarbe, das müsste, glaube ich, der Sitz gewesen sein. Den können wir mal in Weiß machen und, ja, dann haben wir hier die Hand... Abdrücke und den Sitz in Weiß und die Felgenfarbe kann man auch machen. Ist hier jetzt auch nicht so der Burner. Machen wir mal in Gelb, zack, tabadrab. Dann kostet das Ding 14.250 Tacken. Ja, finde ich eigentlich, wie gesagt, nicht schlecht. Das Problem bei dem Teil ist, achso, wir sollten mal ganz kurz den wieder ausmachen. So, soundmäßig finde ich den nicht schlecht. Ja, großartig was machen kann man hier jetzt nicht, aber ich finde den nicht schlecht. Fährt, ja, ich weiß ja, was der im Spitze fährt. Ich glaube, so die 50, 60, 50 km/h. So, und da kommen wir jetzt auch, wie gesagt, zu dem... Ui, boing. Zu dem etwas anderen, den ich halt, wie gesagt, irgendwo, ja, von der Aufmutzung her wieder favorisieren, auf der Stelle ist. Und zwar den Lizard TRA 500. Und zwar haben wir da die Möglichkeit, Reifenhersteller, Lizard, Nokian Tyrus, Mitas... Ja, die drei haben wir. Ich persönlich finde, ja, die Nokias sehen schon mit am bulligsten aus. Dann haben wir hier die Reifenvariante, das finde ich wieder ganz geil. Design 1, Design 2, also sprich, man kann die Felgen ein bisschen ändern. Die finde ich gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier noch das Design vom Lenker 1. Dann haben wir hier Lenker 2 mit so einem Aufbau da vorne dran. Finde ich, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann noch die Möglichkeit mit einer Lampe da drinne. Und dann natürlich auch das gleiche noch einmal mit der Lampe, aber halt in Farbe. Diese vier Möglichkeiten hat man. Dann haben wir die Möglichkeit Stoßstange 1, Stoßstange 2, da wird das hier ein bisschen bulliger, wie ihr seht. Dann haben wir noch die Stoßstange 3, die ich gerade mal genommen habe, fand ich jetzt nicht so schön. Stoßstange 4, was ändert sich da? Ja gut, da hat dies auch den Augenring noch drumherum. Ja, also ich persönlich finde eigentlich den nicht schlecht. Design haben wir dann hier noch Standard. Dach. Ja, ein Dach, keine Ahnung, sieht dann schon wieder fast aus wie ein Golfcaddy und das war's, man kann da halt ein Dach mit drauf bauen, aber lassen wir mal so. So, Anhängerkupplung haben wir hier auch, Standard, dann Design 1, Design 2, auch hier eins mit an der Seite, Design 3 wäre hinten und an der Seite, was natürlich nicht schlecht ist, wäre natürlich eigentlich schon ganz praktisch. So, und dann kommen wir jetzt zu der Motorausführung. 40 km/h, 60 km/h, 80 km/h, 100 km/h und 120 km/h, was ich natürlich nicht schlecht finde. Was jetzt das bedeutet mit Tra K4, ich sehe gerade, hier gibt es noch mit 2, was das jetzt bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Rein optisch ändert sich da nichts, also da könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr wisst, wofür die
Slash 2 noch ist. So, dann haben wir hier die Hauptfarbe. Können wir hier die Farbauswahl viel besser, finde ich, gestalten, weil hier ein bisschen Chrom mit bei ist. Rostfreier Stahl ist mit bei. Müsst ihr mal gucken, das ist dann so ein bisschen glänzender hier. Nehmen wir mal hier zum Beispiel rostiger Stahl. Finde ich, sieht ganz geil aus. Designfarbe, das sind dann hier die Stoßdämpfer. Die könnten wir mal ganz Banane. Boah, ja, komm her, machen wir mal hier. Glas Metall, Chrom sieht doch schon ganz fett aus. Und dann haben wir noch die Fangfarbe. Und auch hier ist die Möglichkeit rostfreier Stahl oder halt auch in Chrom. Sieht geil aus, auch für 14.350 Tacken dann. Finde ich, ist ein schniekes Schmuckstück dann, muss man schon ehrlich sagen. Also das Ding, das sieht schon ganz geil aus. So, wie gesagt, fahren soll das Ding 120. Ja, hier stehen noch die Dinger von der Mod-Vorstellung von vorhin, für das Video, was ihr vielleicht vorhin schon gesehen habt. Also der soll auf jeden Fall ein bisschen Tacken im Hinterm haben. Gucken wir mal. Okay, er braucht auf jeden Fall ganz schön lange, bis er die 120 erreicht. Aber ich finde das Teil einfach mega geil. Auch in der Ausführung hier. Okay, wir sehen gerade selber, bis wir die 120 erreicht haben, dauert es ein bisschen. Auch hier digitalen Tacho. Richtig geil. Also ich finde das Ding ganz geil. Wer ein Auto hat und gerne mal ein bisschen hin und her cruist, da kann ich diesen hier eigentlich nur empfehlen. Ich finde den sogar ehrlich gesagt ein bisschen besser. Die Reifen könnten ein bisschen breiter sein, wie bei dem anderen auch. Aber ich persönlich finde, der Mod lohnt sich auf jeden Fall auch. Ja, wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen hat, würde ich sagen, Dankeschön schon mal fürs Zuschauen. Auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, Däumchen da lassen, Abo da lassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin raus und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.